Zunächst einmal wünschen die Stadtwerke Wernigerode allen Gästen des digitalen Neujahrsempfanges sowie auch allen Kunden der Stadtwerke einen guten Start ins neue Jahr. Auch für uns war das Jahr 2020 ein Jahr voller Herausforderungen. Und wenn es auch nicht ganz so verlief, wie wir es uns vorgestellt haben, so war es für uns dennoch ein erfolgreiches, ein gelungenes Geschäftsjahr. So wollten wir gern unser Jubiläum 30 Jahre Stadtwerke würdig begehen. Unter anderem hatten wir geplant, einen Tag der offenen Tür durchzuführen. Nur den Umständen entsprechend war dies leider nicht möglich und so mussten wir umdenken. Doch ich denke, wir haben auch aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben die Digitalisierung in unserem Arbeitsalltag vorangetrieben. So zum Beispiel durch unseren Facebook-Auftritt, den wir auch gleichermaßen genutzt haben, um eine Spendenaktion voranzutreiben, bei der Herzensprojekte gewotet werden konnten und dann auch mit entsprechenden finanziellen Unterstützungen gewürdigt wurden. Von unseren vielfältigen Aktivitäten möchte ich drei besonders hervorheben. Zum einen konnten wir im Frühjahr den Spatenstich in Ilsenburg vollziehen. In unserem erweiterten Versorgungsgebiet Trinkwasser erschließen wir dort ein Wohngebiet für 50 Grundstücke. Und in diesem Jahr werden dort die ersten Häuser entstehen. Darüber hinaus gab es im Trinkwasserbereich eine größere Veränderung. Und zwar haben wir unser Wasserwerk Zilierbach an den Wasser- und Abwasserverband Holt-Emme-Bode verkauft und die gesamte Versorgung aus der Rappbode-Talsperre gewährleistet. Damit sichern wir langfristig eine zuverlässige und preiswerte Versorgung mit Trinkwasser in Wernigerode und Umgebung. Unser drittes Projekt, das ich erwähnen möchte, ist unser Neubau gläsernes Kraftwerk in der Nähe des Waldhofbades. Wir befinden uns hier vor Ort und haben an dieser Stelle letztes Jahr den Grundstein gelegt. Und im Windeseile ist praktisch ein Neubau entstanden, in dem jetzt die Technik installiert wird. Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal diesen Jahres hier bereits umweltfreundliche Wärme und umweltfreundlicher KWK-Strom erzeugt wird. Damit leisten wir weiterhin einen Beitrag für saubere Luft in Wernigerode und sichern auch die Versorgung unserer Kunden mit diesen beiden Medien. Und apropos umweltfreundlich, über eine Spendenaktion unseres Stromvertriebes konnten wir 1500 Buchensetzlinge für den Nationalpark Harz zur Verfügung stellen. Davon konnten bereits 900 gepflanzt werden und wir hoffen alle, dass sie wachsen und gedeihen. Für das laufende Geschäftsjahr haben wir uns auch wieder einiges vorgenommen. So werden wir die Elektromobilität vorantreiben, mit einer Schnellladesäule am Angerparkplatz zum Beispiel, aber auch mit Ladeplätzen in den Wohngebieten. Darüber hinaus haben wir auch dank einer Vereinbarung mit der Stadt Wohngebiete in Wernigerode und in den Ortsteilen im Blick, die wir für Wohnbebauung erschließen werden. Wir hoffen und denken, dass wir unsere Projekte gut voranbringen können und wünschen Ihnen allen für das laufende Jahr alles Gute.